Hallo und willkommen zu einer neuen Folge 4x4 Passion. Ich bin die Caro und für dieses Video haben wir freundlicherweise von Nakata Nenga ein paar Sachen für den Jimny zur Verfügung gestellt bekommen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Hier haben wir einen Sitzbezug für die Jimny-Rückbank, zwei Sitzbezüge für die Vordersitze, Kopfstützen, den Rucksack fürs Reserverad, das Sonnenblenden-Organizer-Set, zwei elastische Zurgurte, vier Karabiner, die kommen vorne und hinten an die Enden des Gurtes. Wir haben hier Befestigungsgurte. Das Set besteht aus 6 Gurten in 3 verschiedenen Längen, mittel, lang, kurz. Eine Auswahl verschiedener Molle-Systemtaschen. Und natürlich das Fahrzeugpanel für die Heckfenster. So, wir haben jetzt die Sitzbezüge seit ein paar Wochen installiert und auf Herz und Nieren getestet. Hier hinten am Molle-System haben wir Folgendes angebracht. Hier oben ist die große Tasche. Die hat hier drin noch kleine Fächer. Da habe ich jetzt erstmal nichts drin, sondern in die Tasche kommt, weil es jetzt Winter, eine Mütze, die immer dabei ist, und Handschuhe. Hier unten hängt eine Lampe, die man immer mal braucht, ein Messer und hier eine Tasche für auf der einen Seite die Taschenlampe, auf der anderen Seite ein Leatherman und hier in der Mitte haben wir ein kleines Fernrohr drin. Hier wäre noch eine zweite Tasche, bloß da das kleine Fernrohr so groß ist, würde dann das hier nicht mehr zugehen. Und hier außen, geh auf, gibt es auch noch eine kleine Tasche. Da habe ich jetzt gerade noch nichts drin. Da könnte man aber, weiß ich nicht, irgendwie so ein Kleinkram, vielleicht Ersatzschrauben oder für den Leatherman gibt es ja so Aufsatzteile. Die werde ich da reinstecken. Hier auf der Fahrerseite ist noch nicht allzu viel dran. Wichtig ist hier erstmal die Erste-Hilfe-Tasche. Die hat den Vorteil, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege mit einer Hand, wenn man die hier löst. Und man kann die Tasche abziehen, sodass man die Tasche einfach nehmen kann. Zudung, und dann zur Notfallstelle eilt. So, in meinem Fall würde ich jetzt wahrscheinlich dem Verletzten nicht so viel helfen können, weil wir haben in der Tasche erstmal nur ein Pflaster, Desinfektionsspray und hier noch so Kleinkram wie ein Verband und Allergietabletten und so Kram. Aber wie man hier sieht, hat die Tasche sehr viele Möglichkeiten, Zeug zu verstauen. Klettbänder, Gummis. Hier noch eine Tasche, Gummis, Taschen. Diese Mesh-Tasche, kann man die abmachen? Die ist hier fest verbunden. Da ist viel Platz für Kleinkram, der dann auch nicht sofort rausfällt, wenn man die Tasche aufmacht. So, wir stoppen mal ganz kurz und gucken uns an, wie man die Taschen richtig befestigt. Hier hinten gibt es Schlaufen. Hier gibt es Schlaufen. Und nun wird gefädelt. Und dann wird es hier richtig einmal in den Rucksack gefädelt oder wo auch immer ihr es befestigen wollt. Dann zurück in die Tasche. Wieder in den Rucksack. Und dann hält das Ganze hier bombenfest. So, eine andere Sache, die ich noch ganz praktisch finde, und zwar haben die Sitzbezüge hier hinten einen Reißverschluss. Und durch den Reißverschluss kommt man an die Rücksitztaschen von den Autositzen.
Ja, leider hat der Jimmy jetzt nur auf der Beifahrerseite eine Rücksitztasche und hier ist gar keine Rücksitztasche, aber durch den Reißverschluss habe ich jetzt hier eine Rücksitztasche. Zu den Sitzbezügen ist zu sagen, dass die sich wirklich gut reinigen lassen und absaugen. Wir haben die jetzt schon ein paar Wochen in Gebrauch und waren damit auch wirklich schon im Schlamm unterwegs. Mit dreckigen Klamotten, nassen Klamotten. Und ja, das ist soweit kein Problem. Und hier hinten haben wir die Fenstergitter angebracht. Wir heißt, Peter hat die für uns angebracht. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir machen jetzt noch keine Anti-Size dran. Aber sowieso wieder raus, ne? Dann muss ich erstmal nur gucken, dass es... Was für ein super Spezialwerkzeug braucht man jetzt dafür? Eine, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Nietmutternzange. Genau, da müssen wir jetzt den richtigen Dorn für reinschrauben. Wenn wir jetzt gleich ein Loch da reingebohrt haben, wird die reingesteckt. Dann wird das so reingedreht und dann musst du im Grunde genommen hier drücken und dann quetscht die sich hier auf. Und dann ist die im Blech ja vernietet. Das ist wie so ein Dübel? Wie so eine Popniete, nur eben, dass da ein Gewinde drin bleibt. Popniete? Ja, man kennt ja diese hier, ne? Diese normalen. Damit kann man jetzt zum Beispiel zwei Bleche miteinander verbinden. Nur da ist da natürlich dieser Stahlstift drin und hier habe ich hinterher ein Gewinde. Zweite Stufe ist 8, die dritte Stufe ist 8. Wir brauchen 9. Kannst du mir mal diese Popniete da bringen? Post nicht. Und doch noch größer und die gleich mit einem Bohrer machen. Schraubenvormontage mit beigefügter Anti-Size-Paste bestreichen.
Anti-Size-Paste ist nicht Gammelfett. Genau, das ist. Das heißt, du hast hier ohne Anti-Size-Paste gearbeitet? Das sind ja die Originallöcher. Ja. Darf man das nicht? Kannst du mir nochmal Schräubchen geben? Schräubchen. Ja, doof ist, wenn man gerade bei diesen Blindnietmuttern, wenn man da sowas einzieht, trocken einsetzt und irgendwann muss man da mal dran. Ne? Dann ist das oft so, dass es dann angefangen hat, ein bisschen zu gammeln. Und dann drehen sich womöglich diese Muttern in dem Dingen mit. Ah. Das heißt, generell sollte man alle Schrauben, die man hier irgendwo reinschreibt, mit so einer Paste mal beschmieren. Genau. Und wenn man eine spezielle Anti-Size-Paste nicht hat, dann nimmt man... Oh, fuck. Also wie war das, wenn man keine Anti-Size-Paste hat, dann nimmt man am besten? Einfaches Fett. Okay. Und in Benutzung sehen sie so aus. Hier oben sind die zwei Schrauben. Hier in der Tasche sind alle möglichen Gurte drin. Zurgurte in verschiedenen Längen. So viele Gurte passen in die Tasche. So, wenn die Tasche leer ist, hat sie hier drin ein großes Fach. Und außen hier aber nochmal so ein Gummi, mit dem man es noch festziehen kann. Klett, Zonk. Da sollte definitiv nichts rausfallen. Auf der anderen Seite ist auch noch eine Tasche. Hier ist die Hundeleine drin. Das ist wie so ein Beutel. Hier ist noch eine kleine Tasche rechts. Hier vorne ist eine noch mit einem Klettverschluss. Und hier rechts ist auch noch eine Tasche für Dinge. So, ein Ort, wo im Jimny auch noch viel Raum ist, sind hier die Sonnenlichtblenden. Also hier kommen noch irgendwie Karten rein. Hier diese Tasche. Zack. Die ist super. Hier ist unsere Fernbedienung für die Lightbar drin. Und normalerweise auch eine Sonnenbrille. Die ist nur irgendwie gerade verschollen. Und dasselbe hier auf der Beifahrerseite. Hier haben wir noch unseren Spiegel. Den kann man einfach abkletten und mitnehmen. Hat ein Loch. Und last but not least der Rucksack für den Reservereifen. Der hat hier oben noch eine Tasche. Befestigt wird der über zwei Rucksackgurte, die hinten einmal gekreuzt werden und dann unten wieder zusammenkommen. Die Netze rechts und links unten an den Ecken sind dafür da, dass wenn man nasse Sachen in dem Rucksack hat, dass sie dann auch schnell trocknen können oder falls da noch Wasser dran ist, dass es dann auch abtropfen kann. Der gesamte Reserveradrucksack ist umgeben von Schlaufen. Das heißt, wenn einem der Platz da nicht reicht, kann man den fast unendlich noch erweitern. Der Medium-Rucksack mit den 47 Litern passt für eine Reifengröße bis 37 Zoll. Wer größere Reifen hat oder generell ein größeres Auto, der ist wahrscheinlich dann mit dem größeren Rucksack mit 80 Litern besser bedient. Aber da kann man dann wahrscheinlich den ganzen Jimny reinpacken. Generell muss ich sagen, dass ich so ein System für den Jimny total sinnvoll finde, weil man dadurch den nicht vorhandenen Stauraum einfach gut erweitern kann. Wer also Interesse hat und sich die Sache mal anschauen will, der findet alle Links unten in der Videobeschreibung. Bis dann, ciao!